stato scivolo. Klappmesser. Oder gib mir die Vorschere. Kopfschmerzen. Als immer kochtes Kuchenhello. Brühwurst. Mit Brot, das muss doch wieder sein. Wer trifft denn mich wieder vor? Geschatze, gekatze, was wär's dich denn? Also, der Zweitwohnsitz jedes Wieners ist der Zentralfriedhof. Ja, bitte, mein liebes Anhalt, ein bisschen schizophren, aber ich schon gesagt, aber spannend. Wir lieben unsere Stadt. Und hasst sie zugleich. Ihr seid weltoffen, aber gleichzeitig fremdenfeindlich. FPÖ. Naja, sie verneigen uns selber. Aber gleichzeitig mögt ihr euch überhaupt nicht. Naja, wir haben eine unglaubliche Tiefe. Und seid gleichzeitig total banal. Naja, weil wir dann von unseren inneren Abgründen erschrecken. Ha. Ihr jubelt jemanden hoch. Ja, und wenn dann ganz brutal zu zerfetzen. Wir steigern uns ins Leid hinein. Um dann sagen zu können, heute haben wir unheimlich schön klingen. Melancholie, oh, du glaubst, 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 in den Krater.
ja See, verreist er überhaupt nicht gerne. Hm, vielleicht noch in Salzkammergut, aber USA? Bitte, das Essen, ja. Und die Sprache. Oh, und kein Kaffeehaus. Ja. Nur Kaffee zum Davonrennen. Coffee to go. Du willst mich wirklich machen, das sag ich meinem Vater. Wenn ich ihn schreibe nach Idaho, dann ist er übermorgen da. Als Häuptling der Romanchen will er dir eine patschen. Das will ich wirklich nicht riskieren, drum lass ich mich verwehren. Schnucking! Als der braune Spuk vorbei war, hatten viele trotz schrecklicher Erinnerungen solches Heimweh, dass sie wieder zurückkamen nach Wien. Na, Gott sei Dank für Wien, Lieben. Hm. Ich meine, die war ja vollgepackt mit neuen Ideen, ja, mit Demokratie, mit neuen Tönen. Und hatten diesen intensiven Blick für die alten, schrecklichen Wiener verkrusteten Verhältnisse. Zum Beispiel die Milieubeschreiber Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger. Gibt's in Wien Protektion? Aber nein, Schatz, überhaupt nicht. Da war ich, da sitzt man in der Eden und reden, was man heute so redet und sei mal früh. Thank you.
schon. Was ich wie ein Händel bin, das ist nicht in meinem Stammpokal. Doch das war ganz, ganz bestimmt das letzte Mal. Ich spür's. Die Hauptsache ist, wir lieben uns. Du weißt ja, wie ich dich mag. Doch drauf sagt mein Pausenlein. Hör zu, was ich dir sag. Ja. Check. Statt dem Kaffeehaus gibt's jetzt ein Bistro. Da schickt man Kaffee nur im Stehnhaus so to go. Das nette Plauscherl mit dem kleinen Chick. Opfern wir effizienter Arbeitspolitik. Das nette Beisel mit dem deutschen Spitz. Gibt's jetzt Gummiwürstel aus dem Automatenschlitz. Und so fein.